Hello, my sweethearts. I'm back. So in this video, I want to show you which makeup I use, also which blushes I use, and also which highlighter I'm using. I get a lot of questions about these three things, and yeah, I decided to make a video about it. Ja, also meine Süßen, heute zeige ich euch erstmal mein Make-up, meine Pinsel, die ich benutze, und mein Highlighter, weil ich bekomme ganz viele Fragen darüber, welche ich benutze. Und ja, also ich bin halt so ein Drogeriemädchen, also ich kaufe jetzt gar nicht so diese teuren Marken wie MAC oder sowas. Das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich bin mit den Produkten zufrieden, die ich halt nutze. Und natürlich gibt es halt auch mal schlechtere und gutere, man muss sich da mal so ein bisschen zurechtfinden. Aber ich habe jetzt so die gefunden, die ich halt mag und die ich halt gerne benutze. So first I start with the makeup. The makeup which I'm using at the moment is, or which I'm using most of the time, and I really like this makeup because I have the problem with my skin color or with my the shade which I have to use, because most of the drugstore products, they're really dark and I have really pale or light skin. But I found now a foundation. First of all, she covers really well, she looks really smooth and even, and I like when I put it over my face because I look like my face were painted. And yeah, I really like them and I use it now most of the time. So I hope you can see it. It's Becca Trees All Matte Plus, and the color is a light beige, and this shade is really really light, and I like it. So I use it most of the time, and it gives a good coverage. And I also like the finish. It says it is matte, but I must tell you, it doesn't have this matte powdery finish. It doesn't look oily, but it's not the matte how they describe it. But I love this makeup, and actually I love it the most because it's such a great color, and especially for people who are really light. And also meine Süßen, ich benutze von Catrice die All Matte Plus Shine Control Make-up in der Farbe Light Beige, und ich liebe dieses Make-up. Ich habe das vor kurzem oder vor, naja, es ist jetzt schon auch ein bisschen älter, vor 2 Jahren entdeckt, und ich hatte halt immer das Problem, ich bin halt sehr hell und gerade im Gesicht sehr, sehr hell, und alle Make-up waren zu dunkel. Gerade diese Drogerie-Make-ups sind immer sehr dunkel, auch die hellen Töne. Aber das ist wirklich, also das passt sich super meinem Hauptton an. Es sagt, es wäre ein mattierendes Make-up, was finde ich eigentlich gar nicht. Also es ist nicht so dieses pudrige oder so, sondern es ist mehr, ja, also ich will nicht sagen, also es ist auch nicht ölig, aber es ist jetzt nicht so matt, wie man es vielleicht erwartet, wenn man einen All Matte Plus hört. Und aber ich liebe das einfach, weil es deckt gut und es macht wirklich so einen ebenmäßigen Teint, also fast schon so wie Photoshop. Und also ich liebe einfach dieses Make-up. Ich hoffe, das bleibt so, und ich will das auch weiterhin ganz lange benutzen. So, and now we come to the brushes, girls. The brushes which I'm using, that was something I bought on Amazon. And yes, there you can find a lot of, you know, brush sets. And I bought this, I think, 4 years ago, and I will now buy me a new one. But, you know, the brushes are still attached, but I wanted to have even more. And I bought this brush case from Fräulein 13-8. So this was a large brush set, which I'm showing you now. I don't know how many it was, but yeah. But I want to buy a new one. I don't know, I want to have even more brushes, and they are not so expensive. I think it costs about 20 euros. And I use these brushes most of the time. Yeah, I just like this one I use for my blush, and I also have this one for my, what was it? My bronzing, contouring stuff. And yeah, so these are the brushes, and you can find them on Amazon and eBay. There are a lot of brushes. Also meine Süßen, die Pinsel, die ich benutze, sind ein, habe ich mir bei Amazon bestellt. Dort gibt es ganz viele Pinselsets für Make-up, und ich habe das damals von der Marke Fräulein 38 gekauft. Das gibt es aber auch von anderen Marken, und das waren ganz viele. Ich weiß gar nicht wie viele, aber a lot. Also, und ja, ich will mir jetzt aber noch mal ein neues holen irgendwie. Ich hatte so eins gesehen, so ein pinkes, das fand ich ganz schön. Und ich benutze diese Pinsel wirklich ganz viel, und ich liebe die einfach, weil die super toll auftragen. Und ja,
Also das gibt es, wie schon gesagt, bei Amazon. Ich werde mal schauen, ob ich es noch finde, dann packe ich es unten in die Beschreibungsbox. Ja, und nun komme ich zum Highlighter. Ich kriege ganz viele Fragen wegen Highlighter. Ich bin jetzt nicht so ein professionelles Make-up-Girl. Ich sehe mir auch wieder Tutorials an und dann benutzen die wirklich so cremige Concealer, die sie als Highlighter benutzen und bla bla bla. Aber ich mag es halt nicht, so viel Zeug auf meinem Gesicht zu haben. Also ich trage wirklich nur so ein bisschen Make-up auf und benutze wirklich alles dann nur noch so in Puderform. Und den Highlighter, den ich benutze, ich hatte eigentlich so weißes Puder von Essence benutzt, aber jetzt habe ich ihn gesehen und den habe ich mir dann auch geholt vom P2, nennt sich Perfect Face und da steht auch drauf Extreme Highlighter und den benutze ich gerade, den habe ich jetzt auch gerade drauf und ich mag das, weil der hat so einen Glowy Effekt und highlightet echt gut. Und ich hatte den erst mit einem Pinsel aufgetragen, das kann man natürlich auch machen, aber ich fand dann halt, dass es nicht so krass war, wie ich es immer wollte. Und deswegen habe ich mir dann so ein Schwämmchen geholt, so ein Puderquast oder so eine Puderquaste und streiche dann immer so da drüber. Und dann habe ich so eine richtig fette weiße Schicht und dann drücke ich das so an und dann ist das wirklich extrem gehighlightet, sage ich jetzt mal so. Und ja. Und ich finde den ganz cool und ansonsten, wenn ihr jetzt vielleicht nicht Deo nehmen wollt, gibt es auch einfach diese Weißpuder, die man einfach zur Fixierung vom Make-up benutzt. Aber wenn man die extrem dick auf dem Pinsel macht und dann benutzt, dann hat man auch so ein weißes Highlight. Und das kann ich halt euch auch so als kleinen Tipp geben. So, the highlighter which I'm using is from P2 Professional and it's called Extreme Highlighter. And I applied this with a brush, but then I realized when I applied with a powder craze, you know what, I don't know the English word now. When I apply it with this powder stuff, it gets more thicker and fuller and have a more really cool, you know, extreme highlight, which I like. This is just how I do it, you know, but you can also put this on with a brush. So my sweethearts, I hope you found this video interesting and helpful, and if you're interested, please subscribe my channel. And yeah, we'll see you soon and I love you. Bye bye. Also meine Süßen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich würde mich sehr über ein Abo und einen Daumen hoch freuen und wir sehen uns bald wieder. Bye bye. Please they buy it and then they put their brand name on it. What? Okay, dann bin ich da.